Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Wagen, bei mir, bei eurer Crazy Owl, zu eurem Zwischenimpuls für Oktober 2023. Wie immer, es ist eine allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn es nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist natürlich auch dabei und hat uns heute das Vice Versa Tarot, Erat Aliquando, das Gilded Reverie Lenormand und selbstverständlich die Faolrunen für euch mitgebracht. Und jetzt geht's direkt los und wir gucken mal, welche Energie bei euch, liebe Wagen, gerade im Feld ist. So, was ist denn da los bei den Wagen? Was haben wir denn da? Worum geht's für die Wagen? Da haben wir es schon. Wir haben die Königin der Kelche, den Ritter der Stäbe und die Fünf der Schwerter. Okay, Königin der Kelche ist das Wasser des Wassers. Die Königin der Kelche ist die gefühlvollste aller Königinnen. Sie hat eine unglaubliche Gefühlstiefe, einen unglaublichen Gefühlsreichtum. In der negativen Ausprägung könnte es vielleicht auch die Drama Queen sein. Ja? Ich habe hier des Weiteren den Ritter der Stäbe liegen. Und ich glaube, liebe Wagen, dass euch in irgendeiner Konfliktsituation mit den Fünf der Schwertern die Sicherung durchgegangen ist. Die Fünf der Schwerter ist der Krieg ohne Sieger. Das sind die geschlagenen Schlachten, wo du vielleicht siegreich draus hervorgegangen bist, aber dennoch hat dich dieser Kampf auch Verluste gekostet. Und gerade in Kombination mit dem Ritter der Stäbe, der ja Feuerelement ist, kann das wirklich sein, dass du vielleicht in einer emotionalen Situation mit irgendeinem Menschen zusammengerauscht bist und wirklich hier mit dem Ritter der Schwerter sehr impulsiv deinen tiefen Gefühlen mit der Königin der Kelche freien Lauf gelassen hast. Also das kann jetzt so eine Situation sein, dass jemand vielleicht dich verdeckt persönlich angegriffen hat oder so, ne? So eine unterschwellige Spitze immer und du hast hier immer wieder vielleicht versucht zu sagen, bitte, ich möchte mit Wertschätzung und Respekt und ne, das bringe ich dir auch entgegen, das darf ich auch für mich in Anspruch nehmen, dass das so eine Situation war, wo du immer wieder, denn ich habe hier die fünf Schwerter mit dem Krieg ohne Sieger, also wo du wirklich vielleicht auch um wertschätzende Behandlung gebeten hast, leider erfolglos und jetzt ist dir, wie gesagt, hast du vielleicht wirklich sehr impulsiv und emotionsgeladen hier mal auf den Tisch gehauen und hast diese Situation hier beendet. Ne? Also, da scheint es irgendeine Auseinandersetzung, ein Wortgefecht, wie auch immer, gegeben zu haben, wo du jetzt einfach gesagt hast, und jetzt ist gut. Ne? Also, hier schleich dich, die Waffen behalte ich bei mir, aber du kannst hier gehen. Bin ich ja gespannt. Schauen wir mal, was hier Erat Aliquando weiter zu ergänzen hat. Worum geht's hier bei den Wagen im Oktober? Was haben wir denn da noch? Eine würde ich noch nehmen. So, wir haben den Hirsch. Wir haben den Zyklus mit der Kutsche und das Rehkitz. Okay, schauen wir gleich noch, was das Lenormand ergänzt. Und dann gehe ich für euch in die Deutung. Ich glaube wirklich, die Situation hat bei euch mit einer Wiederholung zu tun. Ich habe hier auch den Zyklus liegen. Ja, das ist also wirklich jetzt irgendwie ist hier so, ja, wie beim Dampfdrucktopf vielleicht endlich mal hier der Ponöckel durchgegangen und du hast hier deine Präsenz gezeigt, ne? Also ich glaube, hier hat das wirklich mit einer Situation zu tun, wo du nicht wertgeschätzt wurdest, wo du nicht mit
mit Respekt oder Achtsamkeit behandelt wurdest, sondern da fand irgendeine Art Missachtung, möchte ich mal sagen, statt. Denn hier ist der Hirsch gefallen und dieser spiegelt auf das Rehkitz. Und das Rehkitz sagt dem Erat Ali Kwando immer, da ist etwas, was es zu schützen gilt. Und ich glaube, du hast hier deine Präsenz, deine Kraft, dein So-Sein, das du eben mit dir bringst, hast du hier beschützt. Ja? Weil es eben scheinbar in einer bestimmten Angelegenheit oder Verbindung längere Zeit nicht geachtet wurde. Und hier bist du jetzt aufgestanden und hast dich selbst geschützt, damit dein Wert, deine gesunde Grenze hier auch gewahrt bleibt. Ne? Der Hirsch fragt ja auch nicht, wenn er auf der Lichtung ist, der fragt nicht, ob er der König des Waldes ist. Nein, er ist es einfach. Ja, und das, sage ich mal, hast du für dich jetzt eben eingefordert. Und du hast hier lange, lange zugesehen, denn ich habe hier die Spiegelung von Zyklus auf mit der Kutsche. Ja, und dieser Zyklus von vielleicht immer wieder Missachtung oder so dieses vielleicht so abfällig belächelt werden, wenn du von deinen Träumen, Ideen oder Visionen erzählt hast und dann die anderen so, ja, die so und so wieder, kennen wir ja schon, ne? Das hast du mit der Kutsche dir wirklich jetzt eine lange Zeit angeschaut. Die Kutsche sagt immer Eile mit Weile, das heißt, das ist eine gemächliche Reise und das hat sich vielleicht auch immer mehr in dir aufgestaut im Lauf dieses Zyklus hier, den du jetzt eben durchbrochen hast, indem du gesagt hast, so und jetzt ist Schluss mit lustig, ich schütze jetzt meinen Wert, meine Präsenz und stehe hier auf. Diese Öffnung oder für dich vielleicht auch der vermeintliche Wutausbruch oder was auch immer da passiert ist, diese Öffnung hat lange Zeit auf sich warten lassen mit dem Park und dem Schiff. Und das Schiff besagt aber auch hier, dass es zum einen kann es sich hier wirklich um eine Reise, eine Schiffsreise handeln. Es geht hier aber auch um Sehnsüchte und es geht hier auch um Seelenreisen. Und es war ganz wichtig, dass du diese Grenze gesetzt hast, um dich eben für dein nächstes Seelenetappenziel zu öffnen. Als verdeckte Energie habe ich hier im Moment, dass du mit dem Gehängten gerade so dich ein bisschen bewegungsunfähig fühlst, ja, dass es für dich auch, das ist vielleicht so, vielleicht war diese Begebenheit für dich wie eine Art Schockzustand und jetzt bist du, jetzt flaut diese Schockwelle langsam ab und jetzt bist du gerade noch so erstmal wieder dabei anzukommen, ja, zu Atem zu kommen, dich zu erden, zu gucken, okay, was ist denn da aus mir herausgebrochen? Und hier eben erstmal dich vielleicht jetzt auch nicht zu viel zu bewegen, sondern erstmal diese Situation mit dem Gehängten anzunehmen, dass du gerade eine Art Bewegungsunfähigkeit spürst, die aber ganz wichtig ist, damit dir neue Perspektiven klar werden. Ne? Weil der Gehängte fordert uns immer zum Perspektivwechsel auf. Und da geht es mit dem Wolf eben auch darum, dass du vielleicht das Thema Süchte und Abhängigkeiten dir mal anschaust. Also wie abhängig bist du von dem wohlwollenden Feedback der Menschen in deinem Leben? Ja, oder dass die gut finden, was du tust oder wie du bist oder wer und was dein Leben beinhaltet. Also da geht es vielleicht wirklich so um die Abhängigkeit auch von dem Urteil anderer, ja, also nehmen wir an, du hast eine neue Geschäftsidee und erzählst die im Freundeskreis, wie wichtig ist es dir, dass dann kommt, hey, geile Idee, voll super, mach und hau rein, oder vertraust du da auf deinem inneren Impuls hier als Wolf, da geht es auch um die Führung, ja, eben seiner Fährte zu folgen, seinem Pfad zu folgen, sein Rudel anzuführen und du solltest dir diese Perspektiven wirklich betrachten, damit das hier mit den Störchen dann in eine positive Veränderung und in die Wunscherfüllung gehen kann mit dem Brunnen. So, welche Rune begleitet denn die Waage? Da habe ich sie schon. Ha, und da kommt die Wolfsrune. Schau dir das an, die Tiwas ist gefallen.
Die Tibas ist die Wolfsrune. Nochmal der Hinweis auf Gerechtigkeit, auf Führung, auf ein gerechtes Urteil auch. Die Tibas taucht ganz gerne dann auf, wenn man ungerecht behandelt wurde oder wenn man über den Tisch gezogen wurde oder wenn man, ne, wie das mir hier vorher als Bild durchkam, so wenn man nicht ernst genommen oder nicht für voll genommen wurde, dann taucht ganz gerne die Tibas hier auf. Und du hast sie an deiner Seite. Die Tibas hilft dir, deinen Fokus zu lenken. Von welcher Meinung, ne, von wessen Urteil bist du abhängig, wenn du hier in deine positive Veränderung gehst? Und dich auch zu hinterfragen, wie wichtig ist mir denn die Meinung anderer? So, das war euer Zwischenimpuls, liebe Wagen. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sagt ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like, ein Abo dalasst oder mein Video teilt. Fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.